Servus, hallo bei EchenTV. Ich begrüße dich heute nochmal zu einem neuen Kanalpräsentationsvideo. Ja, ich weiß, es war erst vor gutem Monat, aber inzwischen habe ich doch die ein oder andere Entscheidung wieder geändert. Und ich hoffe, dass ihr die Entscheidung mittragt, einfach weil ich einfach gesehen habe, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Und ja. Wir besprechen heute die EchenTV-Änderungen. Keine Angst, EchenTV-ÖPNV wird bleiben. Aber darüber hinaus wird es die eine oder andere Änderung geben, einfach damit einfach ich keine Zeit verschwende und ihr den Inhalt, den Content seht, was euch einfach gefällt. Es ist gerade einfach die Zeit des Ausprobierens, die Zeit des Experimentierens. Ich guck mal kurz, ob alles funktioniert. Ich bitte kurz um Entschuldigung, dass ihr die anderen Bilder seht. Ja, funktioniert. Okay, weil mein Aufnahmeprogramm hat gerade ein bisschen vorangespannt und da wollte ich einfach sicher sein, dass ich die ganze Zeit labere und es wird nicht aufgenommen. Weil wenn ich hier so aus PowerPoint oder aus anderen Desktop-Programmen aufnehme, dann sehe ich nicht, ob es läuft. Ist es nur bei den Spielen leider. Aber mal, es ist halt so. Was mich jetzt dazu bewogen hat, werde ich euch gleich nach und nach erzählen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Genau, wir hatten ja jetzt diesen Monat, im Januar, hatten wir vier Kanäle, EchenTV, ÖPNV, Let's Plays, Football Manager und Glaubensimpulse. Genau, wir hatten diese vier Kanäle und wir werden es... Wir zerknüllen das jetzt, diesen Plan. Und wir werden, wieso sieht man jetzt im Hintergrund? Ah, komisch. Was ich. Komisch, was man sieht, bitte. Nein, wir machen jetzt nur noch zwei Kanäle. Ich fange mal an. Genau. Wir fangen an mit. Wir machen EchenTV BNV weiterhin. Natürlich mit unseren ganzen Let's Plays zum Thema ÖPNV. Da wird ja dieses Jahr noch einige neue Spiele kommen, wie Bus Simulator 21, V-Bus, Simbus. Mir fällt gerade nicht als einer, dass dieses Jahr noch als ein anderes Spiel kommen. Darauf freue ich mich wirklich, dass wir wirklich unterschiedlichen Content haben. Und darauf freue ich mich dieses Jahr. Dann werden wir natürlich die ganzen Produktvideos weiterhin machen. Die Glaubensimpulse werden jetzt auch wieder hier hinwandern, einfach da ich einfach den Kanal Glaubensimpulse jetzt gelöscht habe, einfach weil es einfach unsinnig ist. Und ich glaube, es ist einfach gut auf den beiden Kanälen einfach und nicht extra Kanal. Dann die ganzen Vlogs, wie auch jetzt der Daniel Vlog, der ja auch wirklich ganz gut bei euch ankommt. Daniel Fasten Vlog freut mich sehr. Und etc. Genau. Ich finde es lustig, dass man im Hintergrund schon ein bisschen sieht, was ist interessant. Habe ich auch noch nie gesehen in PowerPoint, aber man lernt da nicht dazu. Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Kanal. Und bevor ich jetzt zum zweiten Kanal komme, möchte ich kurz was sagen. Der allgemeine Let's Play-Kanal wird nicht mehr existieren. Der existiert noch, aber nicht mehr für euch sichtbar. Da einfach die Zuschauerzahlen nicht so gut waren. Und ich möchte mich wirklich auf Sachen konzentrieren, wo ihr auch wirklich Spaß dran habt, wo ihr wirklich zuschaut einfach. Und das ist ja bei Lotus so, bei Tramsim, beim Bus Simulator 18 aktuell noch, bei Fernbus Simulator, genau, einfach, und auf Mini Metro ist natürlich auch ein ÖPNV-Spiel, kommt auch zu ÖPNV jetzt wieder hin. Das ist einfach so ein Spiel mit dem Typ ÖPNV, wo ich auch wirklich voll Bock habe und ihr auch voll Bock habt drauf, deswegen machen wir es weiterhin so. Und wir werden noch einen zweiten Kanal, den ich umbenannt habe. Darauf habe ich auch wirklich voll Bock. Ich bin wie Frittenfett, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe den vernachlässigt die letzten vier Wochen, aber es ist auch viel zu los. Aber erzählt den noch weiter. Der nächste Kanal, der heißt EchenTV Fußballwelt. Der heißt bis jetzt Football Manager. Aber wir sehen gleich, warum ich den umbenannt habe in Fußballwelt. Weil im März, ist nicht mal so lange, kommt Anstoß 2022. Ich freue mich wirklich darauf, weil
Er kann nicht von früher die Fußballmenterei Anstoß. Und die machen jetzt weiter mit dem neuen Entwickler, aber die arbeiten mit den alten Entwicklern zusammen. Und ich freue mich wirklich auf dieses Spiel, das wir im März dann auch auf diesem Kanal starten werden. Ich freue mich wirklich drauf und ich hoffe, euch geht's genauso, dass ihr euch darauf freuen wird und dass wir dann wirklich dieses Spiel richtig zocken werden. Dann werden wir natürlich den Fußballmanager zocken, wir werden natürlich unsere Kanada-Karriere weitermachen. Ich freue mich wirklich drauf. Jetzt haben wir wirklich ein paar Wochen pausiert, aber es hat einfach seitdem nicht hingehauen, aber ich freue mich wirklich drauf, dass wir dann wirklich richtig durchstarten wieder. Dann wird es zwei neue Formate geben. Ich freue mich wirklich drauf. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie bin ich drauf gekommen. Es wird geben. Montags Andis Fazit zum Bundesligaspieltag. Darauf freue ich mich wirklich sehr, dass wir einfach ein Bundesliga-Fazit machen. Aber nicht das Übliche, sondern ich habe schon ein paar Ideen, die halt ein bisschen anders sind als anderes machen einfach. Und ich freue mich wirklich drauf. Und es steht nachher schon noch dran, aber wir starten am Montag, den 18. Januar schon. Wir haben zwar die Downzeit werde ich reduzieren, mache ich ja auch, habe ich auch gesagt. Aber nächste Woche wird doch das ein oder andere Video auf die Kanäle hochgeladen. Vor allem auch der Andis Fazit zum Bundesligaspieltag. Darauf freue ich mich schon. Wir haben dieses Wochenende die ein oder andere interessante Begegnung. Ich freue mich drauf, euch dieses neue Format zu präsentieren. Ab Montag. Dann wird es freitags Andis Ausblick auf den Bundesligaspieltag geben. Wir konzentrieren uns erstmal auf die erste Bundesliga und dann und die zweite, dritte Liga gucken wir uns so nebenbei ein bisschen an, aber wir konzentrieren uns erstmal hauptsächlich auf die Bundesliga und ich freue mich darauf mit euch das zu machen, dass wir wirklich einfach Spaß daran haben und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Und ich habe die eine oder andere Idee, die wir machen können und ich bin gespannt, ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr freut euch auch. Genau, dann werde ich die Produktvideos wie auch bei Echen TV ÖPNV hochgeladen, Klappende Pulse, die Vlogs natürlich und etc., was ihr nicht mehr drauf gepasst hat. Also ihr seht, es gibt kanalspezifische Spiele oder Content und es gibt Content, der auf beiden Kanälen kommen wird. Vielleicht werden wir auch hin und wieder das eine oder andere Spiel auf einen der beiden Kanäle hochladen, die nicht dazu passen. Einfach als Abwechslung, aber das weiß ich noch nicht. Wir werden uns erstmal darauf konzentrieren. Ja, vor allem auf den Fußballmanager und auf Anstoß 2022 bin ich wirklich gespannt, weil der Fußballmanager ist wirklich sehr realistisch gehalten und Anstoß 2022 wird der wieder erst so spaßmäßig sein. Bin ich echt gespannt und ich bin auch auf meine neue Sendung mit euch gespannt. Alles Fazit zum Bundesliga-Spieltag und alles Ausblick auf den Bundesliga-Spielplatz. Spieltag. Darauf freue ich mich wirklich sehr und ich hoffe, euch geht's genauso. Genau, ist jetzt hier die Kanalplanung ab Februar, weil jetzt im Januar ist noch das Sammelfasten. Da wird nicht jeden Tag was hochgeladen. Das habe ich euch ja schon gesagt. Und aber wir werden so machen. Montags wird es keine Let's Plays geben. Da wird es am Nachmittag fast auf den Bundesliga-Spieltag kommen. Ich habe jetzt nachmittags geschrieben, weil ich nicht immer genau weiß, wann ich fertig werde. Ob es vielleicht mal 3 ist, mal 4, mal 5 ist, oder mal 6. Ich weiß es nicht ganz genau. Nur mal gucken, wie sich es einfach einspielt. Dienstags um 12.30 Uhr wird es ÖPNV Let's Play geben. Mittwoch um 12.30 Uhr Fußballwelt Let's Play. Donnerstag ÖPNV Let's Play. Freitag um 12.30 Uhr kommt dann der Ausblick auf den Spieltag. Darauf freue ich mich auch. Und abends kommt natürlich so um 19.30 Uhr immer wieder die Glaubensimpuls-Folge. Darauf freue ich mich auch, dass wir wieder durchstarten. Wir haben diese Woche viel mit Fasten gemacht, also auch Glaubensimpulse. Genau, aber ich freue mich drauf. Und ich hoffe, euch geht es ähnlich. Samstag ist dann natürlich ÖPNV. Und Sonntag ist Fußballwelt. Ja, ich finde einfach, es ist eine klare Struktur jetzt einfach.
Und ich hoffe, ihr seid damit auch einverstanden. Wir machen es einfach, es ist für ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues. Ich bin gerade ein bisschen in der Experimentierphase und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf und wir starten am Montag mit dem Fazit. Das eine oder andere Let's Play wird sicherlich erscheinen die nächste Woche. Lotus. Die eine oder andere Folge. Wir wollen uns immer noch das Stuttgart ein, Stuttgart. Das ist schon Stuttgart 21, das Stuttgart-Update von Martin angucken. Ich habe es eigentlich schon seit 2 Wochen geplant gehabt. Habe es einfach nicht geschafft. Auch vor dem Fall. Und die Woche war echt wirklich sehr viel los. Das werde ich euch gleich nochmal erzählen. Aber ich freue mich drauf, dass wir wirklich jetzt ab Februar nochmal einen neuen Touch machen, einen neuen Return machen. Und ich freue mich wirklich drauf mit euch. Also Fazit und Ausblick wird auf alle Fälle kommen, auch während der Fastenzeit noch. Fastenzeit, ist ja normal bei den Katholiken nach dem Karneval, aber man kann wirklich, wenn man an Gott glaubt, an Jesus glaubt, man kann jederzeit fasten und man ist nicht an der Fastenzeit nach Fasching, in der aus Neudeutschland kommt es Karneval. Bei uns in Bayern heißt es Fasching, gebunden. Deswegen, man kann ein Teil im Jahr auch irgendwann anders zu anderen Zeiten fasten und ich finde, am Jahresanfang ist echt immer eine gute Zeit dafür. Genau, also das ist unsere Folgenplanung oder Kanalplanung. Damit wir einfach eine richtige Struktur bisher was. Wann kam ich auf ÖPNV, wann kam ich auf Let's Plays? Ja, und so finde ich es einfach, wir haben auf 2 Kanäle reduziert und ich freue mich auch darauf, mit viel Fußballinhalt mit euch zu präsentieren. Ich mag die Bundesliga, ich mag Fußball auch allgemein. Ich bin jetzt nicht mehr so Fan von der Mannschaft. Früher, wo ich jünger war, viel Bayern München. Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Dislikes, aber egal. Ich war auch mal jung. Jetzt freue ich mich über die Siege der bayerischen Mannschaften wie Augsburg. Die Bayern freuen mich auch, die auch noch immer, wenn sie noch siegen, aber ich bin jetzt nicht mehr so der Fan, wie ich früher war. Ich freue mich natürlich auch, wenn 60 gewinnt oder wenn Hachen gewinnt. Bei Türkoğlu bin ich echt noch zielgespalten, aber mir wird die freuen sogar nicht, da bin ich noch zielgespalten. Aber für die anderen bayerischen Mannschaften, Ingolstadt, Nürnberg, Fürth, da freue ich mich, Regensburg, da freue ich mich immer, wenn die gewinnen einfach und ja, deswegen werde ich ziemlich fußballneutral berichten. Und ja, ich freue mich drauf. Ich möchte mich natürlich bedanken, dass du dir dieses Video angeschaut hast und auch alle anderen Videos anschaust. Freut mich wirklich sehr, sehr, dass du es anschaust, dass du dabei bist. Und ich hoffe, dass du den neuen Weg mitgehst. Und wenn du den EchenTV Fußballwelt noch nicht abonniert hast, dann abonnieren genauso mit EchenTV ÖPNV. Auch den könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke natürlich immer aktivieren. Nicht vergessen. Und es gibt dann natürlich noch dieses Video, gibt es noch ein PS. Am Montag, 18.01.21, erscheint die erste Folge von Andis Fazit zum Bundesligaspieltag. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es wird das ein oder andere Play-Video kommen. Und natürlich der Vlog zum Daniel Fazit. Ich freue mich sehr über den Vlog. Der Vlog ist wirklich irgendwas, wo ich spontan aufnehme und labere, ohne großartige Planung. Ja, freut mich auch sehr, dass es auch gut ankommt. Und das ein oder andere Produktvideo wird auch kommen. Ich habe schon einiges voraufgezeichnet. Da ist noch einiges übrig. Und ich möchte mich bei euch wirklich sehr, sehr bedanken. Dass ihr die Videos anschaut, dass ihr so dabei seid. Kommentare hinterlasst. Ich freue mich immer sehr darüber und was mir jetzt einfällt, was ich nicht geschrieben habe, wenn du gerne Lobpreismusik hörst oder dir gerne christliche Hörbücher anhören möchtest oder dass man dir aus der Bibel vorliest,
dann empfehle ich dir das unser Lobpreisradio bei Echen TV auf Laut FM. Schaut auch mal vorbei. Da laufen zum Beispiel die fünf Geschwister. Das ist eine christliche Hörbuchserie, so ähnlich wie das weltliche TKKG oder drei Fragezeichen, aber auf christlicher Basis. Ich finde die wirklich toll, die fünf Geschwister. Höre ich auch als fast 40-Jähriger. Ich bin dieses Jahr 39, nächstes Jahr 40. Höre ich sie auch immer noch gerne und kann ich nur empfehlen. Vielleicht mache ich auch nochmal extra ein Video zu unserem Radioprogramm. Schauen wir mal, ob ich es irgendwann schaffe zu machen. Ja, wir freuen mich sehr, dass wir auch das Radio haben, dass auch wirklich Zuschauer dabei sind. Aus allen Ecken Deutschlands. Das freut mich wirklich sehr, dass da auch einige dabei sind beim Radio. Ich habe es noch nicht auf YouTube noch nicht so wirklich bekannt gegeben. Aber schaut einfach mal da vorbei. Ich werde es, wenn ich dran denke, werde ich es unten verlinken. In so einem Radiosender. Also dieser Radiosender hat natürlich weniger Arbeit als ihr YouTube-Kanal. Aber ab und zu hat auch ein bisschen Arbeit. Aber macht ja nichts. Ja, die sieht eigentlich ganz gut aus. Gestern war Top aus Osnabrück im Radio. Ne, und es ist immer wieder schön, dass einfach so Sachen funktionieren. Und ich habe Anfang der Woche gesagt, mit dem Daniel Fasten, ich werde trotzdem den einen oder anderen Let's Play hochladen. Es hat die Woche einfach aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Da ich jetzt auch, ich mache auch noch Bücher in Selbstpublikationen, werden auch sicherlich noch kommen die nächste Zeit. Aber ich arbeite auch mit dem Fromm Verlag jetzt zusammen. Und der Fromm Verlag hat natürlich andere Ansprüche, als ich habe. Und so habe ich wirklich, musste ich mehrmals die Woche meine Manuskripte überarbeiten, mehrmals die Woche meine Kurse wieder ändern. Und es ging eigentlich von Montag bis Donnerstag die E-Mails hin und her, hin und her. Da saß ich wirklich Stunden dran an diesem Zeug, dass es dadurch einfach keine Zeit war, irgendein Let's Play aufzunehmen. Und bevor das jetzt Daniel Fasten war, weil sonst wäre echt die Woche wirklich mau auf den Kanälen gewesen. Ja, es ist manchmal so, wie es ist. Das ist manchmal einfach nicht so funktioniert, wie man es möchte einfach. Und ja, ich freue mich sehr, dass die Bücher veröffentlicht werden, auch durch den Verlag veröffentlicht werden. Und ihr werdet sie ab Februar beim Fromm Verlag oder beim Buchhändler eures Vertrauens auch finden. Freut mich sehr. Und ich bin auch aktuell am Arbeiten eines neuen Buches. Aber dazu später mehr, wenn es soweit ist. Genau, also ich werde eigentlich nur ein Kanal besitzen, wie wir jetzt habe ich noch mehr gelabert, als ich wollte, aber egal. Ihr seht es als erstes bei euch in der Videoliste. Ich werde es dann wahrscheinlich erst nächste Woche als Kanalpräsentation hochladen. Oh, schauen wir mal, wenn ich es schaffe einfach. Ja, ich freue mich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast, dass du da warst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Let's Play oder beim Andi-Fazit zum Bundesliga. Ich will da freue mich wirklich sehr. Wir haben diesen Spieltag. Also ich nehme heute auf, Samstag, es wird morgen erscheinen. Gestern hat Union gewonnen gegen Leverkusen, das sind wirklich die Top Mannschaftskiller. Heute Dortmund gegen Mainz, Hoffenheim Bielefeld, Wolfsburg Leipzig, das ist wirklich ein konstantes Spiel. Köln, Hertha, welche Mannschaft wird gewinnen? Werder Augsburg wird Augsburg in Werder gewinnen oder werden sie stolpern? Schauen wir mal. Stuttgart, Gladbach. Interessante Spiele an diesem Spieltag. Morgen natürlich noch die Bayern in
gegen Freiburg zu Hause und Frankfurt gegen Schalke. War da letzte Woche der Sieg von Schalke in Eintagsfliege oder können die morgen nochmal gewinnen? Oder wenn ihr seht das Video heute? Wir werden sehen am Montag im Fazit. An das Fazit zum Bundesligaspieltag. Seid dabei, ich würde mich freuen. Und zum Schluss gibt es noch ein schönes Ciao von mir, dass ihr jetzt schön hier reinkommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bevor ich vergesse, schreibt mal eure Kommentare, ob ihr euch auch auf Anstoß 2022 freut, wie ich. Würde mich freuen, wenn ihr es einfach mal reinschreibt in die Kommentare. Und ich hoffe, dass ihr auch dabei seid beim Fazit am Montag. Das wird als Ausnahmsweise als erstes auf beiden Kanälen hochgeladen werden. Bis dahin, Servus, euer Andi.